Er hat auch einen Schlag auf den Kopf bekommen. Das hört man doch. Also, das Opfer wurde ermordet, als Sie im Laden waren. Richtig? Ja, er wollte im Büro etwas holen. Ein paar Minuten später habe ich nach ihm gesehen und da war er schon tot. Sie hätten sofort die Polizei rufen müssen, Mr. Shelby. Das hätte Ihnen diese Prozedur erspart. Wir hatten mit dem Mord nichts zu tun. Wir waren nur zufällig dort. Ich hatte einfach nur keine Lust, einem Polizisten lang und breit meine Unschuld zu erklären. Wie dem auch sei, Mr. Shelby, bleiben Sie in der Stadt. Und wenn Sie das nächste Mal eine Leiche finden, rufen Sie uns an. Okay? Ja, das ist echt irgendwie unlogisch, Susi. Sieh an, Scott Shelby. Wieder mal Ärger? Falsche Zeit, falscher Ort. Du kennst das. Kein Problem. Ich mach das schon. Für einen alten Freund doch gerne. Danke, Carter. Du hast was gut. Als ob. Bist du gerade an irgendwas dran? Nur ein paar Ideen. Nichts Konkretes. Naja, wenn es mehr seine Idee wird, sag mir Bescheid, ja? Klar. Also dem Vogel würde ich nie trauen. Niemals. Ihr wartet doch nur drauf, dass du immer nicht aufpasst und rammt dir irgendein Messer an den Rücken oder so. Wo geht's hin? Ich bringe sie heim. Das wird jetzt zu gefährlich. Oh nein. Wir sind Partner. Wir hatten einen Deal. Das ist kein Spiel. Woran ist der Mörder? Ja, den Gedanken hatte ich auch schon mal kannte. Er war nur 3 Meter entfernt. Nein. Deswegen wollte er jetzt von ihm wissen, was er weiß, woran er arbeitet. Ich bin kein Kind. Ich weiß, was ich will. Den Mörder meines Sohnes. Ich brauche sie nicht. Yes. Ihr Sohn ist tot, Lauren. Wenn Sie ermordet werden, wird ihn das nicht wieder lebendig machen. Halten Sie an. Was? Halten Sie an, verdammt! Ich hab grad das Glas in der Hand. Ich sollte nur trinken, wenn hier gerade Ladebildschirm ist. Das Mädchen ist stur wie ein Esel. Sie bleibt dran, ob mit mir oder ohne mich. Ich kann sie nicht so zurücklassen. Sie würde alles tun, um den Mörder ihres Sohnes zu finden. Lauren! Er fehlt mir. Er fehlt mir so sehr. Diese Streifen in ihrem Gesicht. Ich würde alles tun, um ihn wieder in meinen Armen zu halten. Zärtlich? Nee. Das geht dann in eine ganz falsche Richtung. Es tut mir leid. Ich hätte das nicht sagen dürfen. Es ist nur... Ich mache mir eben Sorgen um sie. Also zärtlich, das ist eine ganz, ganz falsche Richtung. Die sollst du hier bitte schön nicht einschlagen. Mein Glas füllen.
Oh, wir sind bei der vierten Prüfung. Lass mein Glas wegstellen. Dass hier noch ein Unglück passiert. Was willst du denn? Scheiße. Hä? Ich hab so gedrückt halt. Ich hab tausendmal gesagt, ich will hier keine Junkies haben. Wenn du... Hey! Bleib ganz ruhig, Mann, ja? Bleib cool! Was willst du? Stoff? Kohle? Sag mir, was du brauchst. Wir machen einen Deal, ja? Quicktime. Quick time. Du kommst in mein Haus. Hörst meinen Stoff. Ich möchte alle. Die Bücher. Ich höre dich an. Ladehemmung. Warte, Mann. Du kannst alles haben. Ich hab Stoff. Ich hab Geld. Willst du Stoff? Bitte. Bitte erschieß mich nicht. Ich hab Kinder. Das sind meine Mädchen. Das ist Sarah. Und die Kleine ist Cindy. Oh Scheiße, bitte, was machen wir denn? Erschießen wir den oder nicht? Mann, ich will sie wiedersehen. Bitte. Bitte nicht. Erschießen wir ihn und kriegen dafür einen Hinweis, wo Sean ist? Oder schießen wir ihn nicht? Frage ist halt, ist Sean dort, wo die Adresse uns sagt wurde? Ich hab schon einen getötet, ja. Heißt, das ist jetzt auch egal? Ich weiß nicht, ob das Spiel sonst selber entscheidet. Ja, Typ. Okay, ich drücke jetzt R1. Ich bin auch Vater. Aber ich habe keine Wahl. Stimmt, das war der Norman. Jetzt ist Ethan auch ein Mörder. Ethan ist dumm, der kriegt die Adresse sonst nicht raus. Also ich würde sagen, das ist irgendwas mit Roosevelt Street oder irgendwie. Ja. Das ist so fies, ey, ne? So fies, das ist alles schon bei ihm. Roosevelt Street, irgendwas. Oder was mit Roosevelt?
Müssen wir uns das notieren? 852, irgendwas Roosevelt. Ich glaube, das ist alles ein Tag, was hier passiert. Sam, ich habe die Information, die du wolltest. Die Wohnung in der Marble Street gehört einem Dr. Adrian Baker. Er war Chirurg und hat heimlich Junkies Drogen verkauft. Hat ein Vermögen damit gemacht. Hat billig Wohnungen aufgekauft, auch die in der Marble Street. Wurde dann erwischt, war ein paar Monate im Knast und hat seine Zulassung verloren. Interessant. Tausend Dank für die Info, Sam. Hast was gut. Hey, Matt, sei vorsichtig, okay? Das bin ich. Bis später. Kriegen die ihre Infos her? Was ist denn die? Ist die auch eine Art Detektiv? Der Eigentümer der Wohnung, in der sich Ethan seinen Finger abgeschnitten hat, lebt hier. Keine tolle Spur, aber mehr habe ich nicht. Wir klopfen einfach mal an und gehen rein. Das ist ja jetzt... Klingeln sogar ordentlich. Hi. Bei Ihnen soll es Betropen geben. Und zwar rezeptfrei. Sorry, das stimmt nicht. Wiedersehen. Warten Sie. Ich brauche wirklich dringend Ihre Hilfe. Ich habe Geld. Warum haben Sie das nicht gesagt? Kommen Sie rein. Boah, ja. Sie sagt, sie hat Geld und er macht die Tür auf. Hallo Cookie. Dass du da bist. So, Sie möchten Betropen, meine Liebe. Schlafprobleme? Wie viel denn? Ich weiß nicht, so ungefähr 3-4 Packungen. Also, das ist kein Problem. Wollen Sie einen Drink? Ich hol mir auch einen. Nee. Nein, danke. Alkohol nimmt in Tabletten die Wirkung, nicht wahr? Ich lasse mir hier noch Schlafmittel in mein Getränk mixen. Trinken wir trotzdem auf unseren ersten Deal. Wenn ich noch da bin, ich mach noch eine Weile. Also... Ist bestimmt noch mit Milo raus, ne? Ich bin auch ein bisschen da. Ich habe sie hier noch nicht gesehen. Wer hat mich empfohlen? Ich weiß nicht, ob das gut ist, dass ich hier trinke. Ein Typ auf einer Party. Er gab mir Betropen. Er sagt, er sei von Ihnen. Haben Sie eigentlich viele Kunden? Ein paar. Ich lindere Ihre Ängste. Bin ich schön, dünn, fleißig genug? Ich mache denen Mut, die am System scheitern. Eine Art Sicherheitsventil, das Leute vor sich selbst schützt. Ich habe gehört, Sie sollen auch Wohnungen vermieten. Ich suche gerade. Sorry, Liebes. Es ist leider alles vermietet. Schade. Ich suche was in der Marble Street. Als ob ich zu einem Vermieter gehe oder zu einem Fremden und frage, ob er zufällig in genau der Straße eine Wohnung hat. Stimmt was nicht? Hat Ihre Mutter ihn nie verboten, von Fremden etwas anzunehmen? Ich wusste, dass der was ins Getränk gemacht hat. Hm?
Hawaii zu Matthew. Kam angeblich wegen der Volkszählung. Noch so ein verdammter Regierungsspiel. Ist das der Origami-Killer eventuell? So, Sie interessieren sich für die Wohnung in der Marble Street. Schrei mal. Hat sie an Parko vermietet. Ein Freund von mir. Was? Ich hab keine Ahnung, was er da treibt. Vielleicht nagelt er da seine Tänzerin aus dem Blue Lagoon. Ehrlich gesagt, ist mir auch scheißegal. Solange er Miete zahlt, kann er tun, was er will. Aber genug geplaudert. Mir fehlt das Operieren. Hör auf, das ist doof, was du machst, Obi. Ich habe keine Instrumente hier. Also nehme ich das, was da ist. Das macht Ihnen doch sicher nichts aus, oder? Achtung, das könnte wehtun. Bist du des Wahnsinns? Ist ja ein Event, oder? Wo will der hinbohren? Ins Knie? Nein. Oh nee, ne? Kennen Sie das? Sobald man mit der Hausarbeit beginnt, klingelt es an der Tür. Ich werde den Besuch los und bin gleich zurück. Und Sie bleiben so. Ich schrei mal noch eine Weile. Dann wird das jemand. Ich hab das bestimmt nicht los in der richtigen Zeit. Hallo, Sir. Ich überbringe Ihnen das Wort Gottes. Hallo. Kann ich nach oben und unten? Für eine Spende von, sagen wir, 5 Dollar. Nein, danke. Keine Chance. Kommen Sie, Bruder. Ich glaube nicht, dass Sie am Wort Gottes kein Interesse haben. Wir, seine treue Hilde, sollen in seinen Spuren wandeln, wie man es sagte. Ah, vielen Dank. Aber ich brauche nichts. Keine Hilde in dieser Zeit der Gewalt des Hasses. Die Heilige Schrift bringt Ihnen in dieser Zeit Frieden und Ruhe. Für nur 5 Dollar. Was bist du für ein Schwein? Ja! Mm-hmm.
So, was ist das für ein Spiel, Cookie? Im Groben geht es darum, dass wir hier einen Protagonisten, also wir spielen vier Personen. Wir haben einen Protagonisten, dessen Sohn ist verschwunden. Und es gibt den sogenannten Origami-Killer, der immer wieder zuschlägt und Kinder entführt. Und wir müssen jetzt halt irgendwie rausfinden, wer ist der Origami-Killer. Und wir spielen, wie gesagt, vier verschiedene Personen. Und müssen mal gucken, wie sich das jetzt vielleicht langsam zu einem Bild verbindet. Und ja, das ist quasi das Spiel. Das heißt Heavy Rain und das haben wir Donnerstag angefangen und spielen jetzt heute das zweite Mal quasi und spätestens morgen möchte ich es auch gern beenden. Wie weit wir heute noch kommen. Wir spielen jetzt so gute 2 Stunden. Ja. Genau. Es ist echt widerlich. Können Sie das bitte ausmachen? Teilweise dieses Spiel. Norma Jean, FBI. Können wir einen Moment reden? Bin ganz Ohr. Können wir reingehen? Ein Röhrchen Triptor in meiner Tasche. Ich suche den Besitzer eines blauen 83er Chevrolet Malibu. Ist mir scheißegal, wie der Wagen herkam oder ob er gestohlen war. Ich will nur den Käufer wissen. Sorry, Mann. Da klingelt nichts. Irgendwie kann ich mir Namen einfach nicht gut merken. Oh, billige Ausrede. Dann werde ich Ihnen mal auf die Sprünge helfen. Sollten Sie den Wagen tatsächlich an den Mann, den wir suchen, verkauft haben, wartet eine lange Zeit im Knast auf Sie, Jackie Boy. Du willst mir Angst machen, Großmaul? Hab dein blödes Auto nicht gesehen? Jetzt verpiss dich. Ah, wir können wieder unsere Spezialbrille aufsetzen. Hier nach Hinweisen suchen. Hier zum Beispiel. Blut. Warum ist hier Blut? Wow, was ist denn hier alles? Schleifspuren. Die Blutspur führt zum Säurebad. Kleinen Schluck. Ist zu unserem Chevrolet? Die gleiche Reifenmarke wie beim gesuchten Auto. War das Auto des Mörders hier? Wie viele Hinweise gibt es denn hier? Fingerabdrücke. Wahrscheinlich von Mad Jack. Stehe ich plötzlich auf der Seite vom Tisch. Größe 41. Vermutlich ein Besucher. Größe 48. Muss Magics Größe sein. Sind hier zu dem Auto gegangen?
Das ist nicht das richtige Auto. Hier der Haken. AI-Eintrag. Spuren von Orchideenpollen in der Luft der Werkstatt identifiziert. Oh. Origami-Killer hat auch immer Orchideen auf die Opfer gelegt. Ich würde gerne hier drüben weiter gucken. Wo ist das? Quicktime-Event. Meine Kollegen war ein bisschen zu neugierig. Musste ihm leider sein kleines Maul stopfen. Hände hoch, du Schwein! Ich hab keinen Bock auf deine Spielchen. Ich werde dich hier rausschaffen und schön. Wollen wir noch jemanden erschießen? Das reicht jetzt, verdammt! Sie sagen mir sofort alles über den Mann mit dem blauen Auto. Ach, fick dich doch ins Knie! Danke, Karin. Ich habe keine Zeit zu verlieren, Jack. Ich will wissen, wem der Wagen gehört. Was du willst, ist mir scheißegal. Ich singe nicht. Du solltest mich jetzt lieber einbuchten. Du hast mir meine Nase gebrochen! Als nächstes ist ihr Schädel dran. Na los, raus damit! Ich hab keine Angst, Mr. CSI. So tough bist du nicht. Letzte Chance, Jack. Sie sollten sie lieber nutzen. Oder du tust was. Du willst mich nicht umlegen, was dann? Verhaftest du mich? Du bist jetzt komplett übergeschnappt, Mann! Oh, scheiße, Jack. Das war doch nichts. Nur Selbstverteidigung. Ganz genau nach Dienstvorschrift. Töte oder werde getötet. Wow, wow, wow. Halt, das reicht. Mir fällt da gerade was ein, ha? Du beruhigst dich und ich erzähl dir was. Ich weiß nichts über den Typ. Ich sollte seine Karre loswerden. Er ist tot, ja. Wollte eine neue mit falschen Schildern. Also heilt wieder. Zahlte Cash. Da habe ich nicht nachgefragt. Meinte... Wenn alles fertig ist, soll ich einem Kerl Bescheid geben. Paco im Blue Lagoon. Mehr weiß ich nicht. Wir setzen unsere Unterhaltung auf dem Revier fort. Sie sind verhaftet. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was... Oh, nee. Scheiße, nicht jetzt. Alles, was sie sagen kann und wird... Hey, hast du ein Problem oder was ist los? Ha ha.
Was? Die lassen jetzt schon Junkies zum FBI? Gott schütze Amerika. Ich helfe dir jetzt mal mit deinem kleinen Drogenproblem, Nummer 7. Dauerhaft. Autsch. Oh, nicht den Säurebad. Oh, nicht zerquetscht werden, das ist noch viel schlimmer. Sag jetzt nicht, dass ich mit dem Quicktime-Event dafür sorgen muss, dass er überlebt. Das geht nicht gut. Controller schnell bewegen, das geht nicht. Warum sterben die denn immer alle? Warum müssen die alle sterben?